Hallo, willkommen zurück, liebe Leute, hier zu unserem kleinen Stream. Marc von DMD Legende, die Geschichte geht weiter, liebe Leute. Und ja, beim letzten Mal wollte unser König, damals noch König Marc von DM, wollte so gerne sein weiter ausbauen, die Wirtschaft stärken. Wir haben auch herausgefunden, dass wir in Schulden waren, dadurch, dass wir Frieden geschlossen haben. Das wird uns nicht wieder passieren, niemals mehr. Danach sind wir ein wenig herumgereist und haben versucht, uns an den Feinden des Reiches zu rächen. Vor allem unsere Stammnation, die Valadien, waren uns da ein Dorn im Auge, haben uns angegriffen, uns unsere Städte weggenommen. Taras und Sargoth sind verloren. Und das westliche Empire hat uns auch wieder angegriffen. Und war wirklich sehr, sehr schlimm und sehr schade, was dort alles passiert ist. Wir haben versucht, andere Städte zurückzuerobern, doch sie waren immer schneller und zu zahlreich, obwohl wir viele Schlachten gewonnen haben. Und mittlerweile auch wieder ein gutes Sümmchen auf der hohen Kante liegen haben. Naja, unser Held hat sich auf der Flucht einen Plan zurechtgelegt. Erstmal müssen wir einmal gucken, wo sind denn unsere Familienmitglieder? Logan steht in Eponia. Barek ist noch da und in Ransam. Wir geben ihm mal den Befehl, sich defensiv zu verhalten. Und können wir dem guten Nogan auch wieder eine Party geben? Alda ist leider im Gefängnis. Bei dem guten Nogan geben wir wieder die Möglichkeit, Party zu geben und Party Wage. Okay, wir können ihm Gelder geben. Nun denn, oh, wir könnten sogar auch noch Alda. Oh, Alda ist sogar frei. Ich revidiere meine letzte Aussage, liebe Leute. Alda ist frei und wir geben ihr natürlich auch eine Party. So sind wieder alle unsere Familienmitglieder unterwegs. Müssen wir mal gucken, ob wir die Aussteuer für den ganzen Clan bezahlen müssen. Es sieht so aus, ne? Wie dem auch sei, unser Held hat einen Plan. Er mag kühn sein, aber er könnte uns wieder nach vorne bringen. Und dieser Plan sieht vor, dass wir dass wir den Feind angreifen, zur Strecke bringen, wo wir können. Aber, liebe Leute, und das werde ich euch nach dieser Schlacht verraten. Ihr wisst, wir sind im Krieg. Ergebt euch oder sterbt. Genau, wir greifen an. Das ist eine große Armee, die da ist. Aber ich glaube, wir könnten sie ausschalten und besiegen. Vor allem, wenn wir sehen, dass er. Habe ich jetzt leider nicht gesehen. Wie viel? 71 Infanteristen und 66 Bogenschützen. Oh, das sind viele. Mehr als wir haben. Da könnten wir aber eventuell durch einen Trick könnten wir dann doch noch gewinnen. Und wir haben auch mehr Kavallerie. So. Können wir jetzt das Ganze doch machen? Ich glaube, dieser hier ist nicht schlecht. Ich glaube, dieser Spot hier ist nicht schlecht. Uiuiui. Nein, die gehen dahin. Die gehen erstmal dahin. So stellen wir uns erstmal auf. Ja, zwei Bogenschützen, die noch da rumgaloppieren. Zwei. Wir haben Taya, den Stillen haben wir verloren, liebe Leute. Ja, wirklich dauerlich. Wir haben eine wesentlich größere Kavallerie. Das heißt, da werden wir versuchen, da scheint unsere Stärke jetzt gerade zu liegen. Und deswegen werden wir dort den Schwerpunkt reinlegen.
Gucken, dass wir seine Angriffe eventuell mit der Kavallerie parieren. Vielleicht sogar einen Angriff gegen seine Bogenschützenwagen. Riders, hear me! Horsebowmen, forward! Infantry! Mow, horses, charge! Zum Beispiel wie diesen nicht. Beweisen es einmal. Was haben wir denn hier für eine Infanterie, Leute? Gucken wir uns die einmal an. Und aber nicht die kraftstrotzenden Schildträger, die ich wollte. So, Pferde zurück. Seht euch das mal an. Das hier sind wesentlich mehr Schildträger. Ja, dann kommt ihr natürlich in die vorderste Reihe, ne? Und ihr werdet die Reserve, Leute. Sehr gut. Reiter mal zu mir. Und dann geben wir den Reitern eine Aufgabe und mit 6. Ups, lassen wir sie erstmal sammeln. Und natürlich sollt ihr auf ein Schild warten. So. Dann bringen wir mal ein bisschen Unordnung in den Reihen. Kriegen wir sogar ein paar Reiter aufgeschaltet, ha? Uiuiuiui. Sehr interessant. Sehr gut. Da sind sogar gegnerische Reiter. Eigener Reiter hat mir den Weg abgeschnitten. Nee, bedauerlich. Okay, wir ziehen uns ein Stück zurück und die Bogenschützen können mal mit uns mitkommen. Ist ja noch. Sind ja noch Reiter von ihm. Nun, das ist sehr bedauerlich für ihn. Da werden wir natürlich Möglichkeiten finden, ihm ein bisschen mehr einzuheizen, nicht wahr? Die Infanterie stellt sich mal da auf. Die Infanterie stellt sich mal da auf. Die Bogenschützen gehen mal darüber. Ja, das war vielleicht nicht ganz so clever. Aber unsere Kavallerie umsonst ziemlich geschröpft. Oder schröpfen lassen. Müssen wir mal schauen. Footmen! Wall! Infantry! Infantry! Form a wall! Warriors! Warriors! Sehr gut. Unsere Leute sind in Position und beschießen den Feind. Und wir holen uns hier mal diese einzelnen Leute hier raus. Diese Reiter von ihm, das sieht doch sehr gut aus. Da haben wir auch den Anführer weg.
Soldier! Attack! Footmen! Cut them down! Footmen, hear me! Infantry! Hear me! Kill them all! Alle Angriff. Sehr gut. Natürlich ist er unser Gefangener. Natürlich nehmen wir uns alles bei sich haben. So, wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass dass die gegnerischen Befestigungen zu stark sind. Wir können alleine nicht bestehen. Und die einzige Möglichkeit, wie wir wieder zu alten Glanz, zu alter Macht kommen, ist, dass wir genau das tun, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Und ja, das ist ja wohl eindeutig. Wir schließen uns einem anderen Hof an. Und dann werden wir uns zurücknehmen, was wir können. Und so stelle ich es mir jetzt roleplay-mäßig vor, dass unser... Oh, was ist das? Okay, das sind auch Söldner. Ich dachte, wir könnten vielleicht auch irgendwelche Söldner anheuern, weil wir sehen ja auch, die Garnisonen sind einfach unglaublich stark. Und somit macht es fast überhaupt keinen Sinn hier. Wow, eine riesige Party, die hier lang marschiert ist. Macht es überhaupt keinen Sinn, hier irgendetwas zu versuchen. Deswegen wir, ja, zu einem alten Feind marschieren und uns mal ansehen, ob es nicht etwas zu tun gibt. Und dieser alte Feind sind die Asai, sind die Araber hier unten im Süden oder die arabisch geprägte Kultur. Würde ich jetzt einfach mal sie so nennen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das nicht als arabische Kultur, sondern eher persisch oder tatsächlich auch türkisch sieht. Ja, wir reisen dorthin und ich stelle es mir so vor, dass unser Freund, und da haben wir schon eine große Armee, dass Mark sich denkt, nun ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund und somit, oder besser gesagt, die ACI, ja, ein Zweckbündnis gehen wir mit den Asai ein. Und genau das ist es, was er jetzt tut. Er wird hier den König, hoffentlich ist das. The Army Leader. Nee. Ich kann nicht mit denen reden. Wir müssen mal gucken. Oh, wer ist denn hier? Können wir denn hier Quests, Charakter? Nee. Können wir denn Leute suchen? Aravan Army. Dr. Army Members. Jinbad. Sultan Unkid. Only a Fraktion Leader can grant watch. Okay, wir können uns ihnen nicht anschließen, denn sie sind im Krieg. Wir sind im Krieg mit Leuten, mit denen sie nicht im Krieg sind. Das heißt, der Plan fällt schon mal aus. Ah, die Asais können wir so nicht
unsere Seite kriegen. Nicht solange wir im Krieg sind mit den Vladians. Sind das, nehme ich mal an. Und wir wollen mal schauen, ob wir so einen Vladian kriegen und vielleicht doch Frieden mit ihm schließen. Immerhin waren es auch ihre Gebiete. Wir wollen das westliche Empire. Sind wir schneller als er? 3,9, wir sind 4,1 schnell. Aber außerhalb des Waldes ist er schneller. Wir können auch nach Ouzon Castle einfach mal marschieren. Und schauen. Er ist schneller als wir. Reiten wir nach Ouzon Castle. Wir können nicht mit den Leuten reden. Wir können höchstens mit dieser Army hier quatschen. Was ist denn das jetzt hier gerade gewesen? So, wir können hier. Suchen uns jetzt einen. Involved. Euer Ernst, Leute. Gut, bleiben wir stehen, bis er das geplündert hat. Und Frieden mit denen schließen. Um uns dann Sultan Hunak anzuschließen. Um mit ihm quasi dem Krieg gegen das westliche Empire anzutreten. 4,7, 4,5, wir sind schneller, aber den kriegen wir. So! Our realm should make peace. Können wir hier nicht Auto-Offer machen? 4.800 will er haben. Das offern wir und machen dann Frieden mit denen. Ohne jetzt Tribute an sie zu zahlen, nehme ich mal an. Ja. So, jetzt sind wir mit denen im Frieden. Und damit können wir uns nochmal der Armee des Sultans nähern. Die haben hier gerade. Oh, hier findet gerade eine wahnsinnig große Schlacht statt. Und der Weg ist abgeschnitten. Es ist schwieriger als gedacht, sich diesen Leuten anzuschließen. Wir versuchen mal durch die Mitte durchzubrechen. Schaffen das jetzt auch. Sehr gut. Also wir versuchen wieder in die Dienste des Sultans zu treten. Und mit seiner Stärke werden wir hoffentlich erfolgreich sein. Dann werden wir, es geht in dem Spiel jetzt nicht, aber es ist Roleplay-mäßig so, dass wir als ehrlicher Mann natürlich sagen, dass wir nur dieses Zweckbündnis möchten. Und hier gibt es ein Turnier, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall teilnehmen. Wir haben schon 10.000 jetzt verloren. Natürlich auch, weil wir den Friedensschluss gesucht haben. Aber wir müssen ja einmal warten. So. Wir joinen dem Tournament natürlich. Schauen mal. Und wetten natürlich auf uns, ist ja ganz. Sehr gut. Und noch großartig geschafft. So, sie hat kein Banner über sich, das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Es gibt natürlich die Runden. Uiuiui. Treffen die alle auf mich? Das ist ungünstig. Oh, wir haben ihn sogar einmal getroffen. Oh, und. Das haben wir auch geschafft. Sehr gut. Nächste Runde. Und nächstes Glück, liebe Leute. Joinen. Sehr gut. Schon wieder
Das wäre da ihr Turnier geworden, nicht wahr? Hm. Ah, ein Asterei-Bogenschütze hier. Den werden wir natürlich... Super! Wieder Geld für die Kriegskasse. Großartig. Können wir auch mit Shira reden? Wir sind mit Fraktionen im Krieg? Das verstehe ich nicht. Wir sind mit Fraktionen im Krieg, die unrelevant sind für sie? Mit der sie irgendwelche Hostile-Action haben? Okay, aber... Other Workshops... Ach, wir haben auch gar keine Workshops mehr. Das ist natürlich blöd. Members... Ich kann hier leider auch keine Army bilden oder irgendwas. Ja, was für eine traurige Wendung, dass wir hier nicht es war eine traurige Wendung, dass wir hier nicht dem Sultan beitreten können, wie wir es uns gewünscht hätten. Schade. Nun, wir brauchen Geld, wir brauchen Dinge. Da kommt schon wieder ein bisschen Geld, das ist gut. Hier gibt es wieder ein Turnier, was wir auch machen werden. Das Party. Null Guides Party. Okay, wir können mal natürlich unsere Leute verkaufen. Wir können auch hier ein bisschen handeln. Und... ganzen Tools und die ganzen Gegenstände verkaufen, die wir so haben. War nochmal 11.000, das ist sehr gut. Aber wir können uns ihnen nicht anschließen. Es wird ausgegraut, weil wir... Ja, aber mit wem? Das wird uns hier nicht angezeigt. Okay. Aber mit wem wären wir denn noch im Krieg, wo die nicht mit im Krieg sind? Wir sind doch... noch Frieden mit den anderen gemacht. Na gut, gehen wir erstmal hier zum Turnier. Tja. Bambun-Axt. Okay, tja, dieser große Plan funktioniert so nicht. Persönlich sehr, sehr schade für mich. Meine Güte. Da war ich ja jetzt doch kurz erschreckt. Sehr gut. Yeah.
Hat er doch tatsächlich einen Schlag mehr ausgehalten, als ich gedacht hätte. Okay, alles klar, verstehe. Gut, das haben wir auch gewonnen. Wir haben eine Baboon-Axt. Finde ich ja sehr interessant. Was ist denn das für eine Waffe? Einhand-Axt, die auch das Schild zerbricht. 79 Schaden. Ring Damage, mehr als unser Morgenstern. Schauen uns auch mal die Pferdearme an, aber. Sehr gut, wir können diesen Destier jetzt reiten. Wunderbar! Der Morgenstern wird jetzt irgendwann verloren gehen, da werden wir uns jetzt auch nicht mehr groß drum scheren. Ja, wir können dem Unquiet uns nicht anschließen. Obwohl. Vielleicht sollten wir ihm helfen. Vielleicht mag er uns einfach nicht so sehr. Sollten wir uns mal diesen Farmer annehmen und diesen Auftrag für ihn machen. Es könnte nämlich sein, dass, weil der uns nicht mag, dass er uns nicht annimmt. The Lord of Sanala. Sanala. Da müssen wir hin. So, die Ortschaften von Sanala müssen wir. Ui, das sind aber viele. Meine Güte. Meine Güte. Gut, wir collecten hier ein bisschen und schauen mal gerade. So, jetzt wollen die uns nichts mehr geben. Unserer Männer sind verwundet. Okay, da müssen wir wohl ein bisschen besser aufpassen. So, wir sammeln weiter die Texas, weil ich glaube, das bringt uns Ansehen. Uns mal ein bisschen mehr Nahrungsmittel. Denn ich mache mir langsam Sorgen um die Nahrungsvorräte unserer Armee. Gut, ja, wir sammeln weiter fleißig. Immer noch sehr wenig Sachen. Und dann nehmen wir das dritte dieses Mal. Genau, wir nehmen alles mit, was geht, natürlich. Und dann lieben wir und nehmen das letzte Dorf auch noch mit. Gibt es hier irgendwas Günstiges? Auch nicht wirklich, ne? Nee. Gut. Also wir machen das Brutalste, was hier einfach geht, weil ich so viel Geld wie möglich aus diesen Sachen haben will. Reject the landlord, request for money, collect freedom, or give the landlord. Machen wir nicht, wir geben denen kein Geld.
sondern und töten 4 unserer Leute. Gut, aber ich glaube, wir haben das Quest erfüllt und müssen jetzt nur noch nach Umquid. Mal sehen wir hier denn nicht Relationship minus 1, ja. Bin in Quara Quias today. Quias ist da. Natürlich am anderen Ende wieder mal der Map, aber nicht schlecht. Wir wollen ja sowieso in diese Richtung. Und ja, da geben wir ihm das Geld gleich. Aber wie viele Ortschaften hier diese Sanala hat, ne? Ach, da ist er auch schon. Mag der uns? Haben wir quasi unseren Wert unter Beweis gestellt? Ne, können ihn uns nicht anschließen, weil wir mit einer Fraktion im Krieg sind, mit denen, weiß ich nicht, mit denen die unter Hostile Action stehen, aber eben noch auch gerade mit dem westlichen Empire Krieg geführt. Deswegen verstehe ich das gar nicht, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Ich verstehe es nicht. Sehr gut. Sechs, ja, würde mich wundern, wenn wir diese Karawane kriegen würden, wo sie auch immer wieder umdreht. Ja, wir mussten ein paar Tiere töten. Ach ja. Tja, Truppen werden wir nicht rekrutieren. 75 können wir immer noch nehmen. Wir können hier Produkte kaufen. Und zwar Fisch, billigen Fisch können wir hier kaufen für 300. Kaufen wir uns mal ein wenig Fisch und dann kaufen wir uns hier auch noch Sachen. Ja, und dann müssen wir gucken. Also das ist ja wirklich erschütternd. Ja, wir traden hier und schauen uns mal an, was wir hier so haben. Dann Krebs, ne, das ist nicht gerade günstiger. Fisch ist auch noch mal günstig. Nehmen wir ja auch noch mal den guten Fisch mit. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Nahrung. Ja, das mit diesem Plan war wohl nix. Aber wo sind die Alternativen, nicht wahr? Wo? Was sind die Möglichkeiten, die wir haben? Wo kriegen wir noch Truppen her, dass wir wieder auf die 175 kommen? Ah, Fragen über Fragen, liebe Leute. Die greifen uns an. Den Rekruten verlieren war ein heldenhaften Lord.
Ach, warum nicht einfach alle mitgehen? Wer einen verloren? Nee. Ach, wir haben einen Toten zu vermelden. Unglaublich, und das, obwohl wir den Feind schon gebrochen hatten. Na, die Gefangenen nehmen wir erstmal mit. So, wir nehmen hier natürlich. Mein Schwert, Meister. Against Beeman. Naja. Nee, das war's jetzt auch nicht mit diesem Dorf. 10 Mann können wir noch mitnehmen. Mal schauen. Könnten auch diese Brücke hier besetzen. Ja, den kriegen wir. Aber er hat den Hügelvorteil. Gut, wir greifen trotzdem an. Wir brauchen das Geld einfach. Hilft ja alles nichts. Tja, wie sieht das Gelände denn aus? Ja, sehr unstet, bringt mir irgendwo gar nichts, außer wenn wir natürlich diese Stellung direkt einnehmen. Und das werden wir, glaube ich, auch machen. Gehen mit denen dahin. Wir stellen die natürlich wieder dementsprechend dabei. Puh, und die Kavallerie, also wir haben ja auch tatsächlich berittene Bogenschützen. Kavallerie stellen wir hier. So, dann kommt mal. Kommt doch mal alle mit. Vor allem die Bogenschützen können sich mal hier aufstellen. Ist denn der Feind? Ach, da vorne ist er. Okay. So, mal schauen. Was können wir denn da machen? Oh, die sind hinter der Hügelkette da. Ein wahrer Held, dieser Bogenschütze hier. Selber hält er auch wie ein Held. Okay, ja, wir müssen mal ausspähen. Pferde mal wieder weniger der Gegner. Wir wieder viele Pferde, ne? Soldiers! Warriors! Forward! Horsebowmen on my flank! Aber wir können uns hier diesen Hügel nehmen, um uns ihnen zu nähern. Ich glaube, das machen wir auch. So, hier sind wir nicht mehr in Reichweite. Stellen wir uns da mal auf. Okay. Ja, bis die da noch, die Brian wohl noch einen Moment brauchen, um Aufstellung zu nehmen. Schauen wir mal, ob wir seine Kavallerie ein bisschen ausbilden können. Ups, hier ist ein Übel, habe ich gar nicht gesehen. Dann reiten wir doch mal darüber. Das war doch nicht schlecht. Ein kleines Manöver von unserem taktischen Genie, Mark, von dir. Infantry! Warriors! Move out! Infantry! Get moving! Wir sind hier überhaupt für, auf unserer Seite.
Ja, er lässt sich nur auf einen Kavalleriekampf mit mir ein. Da sieht man die Schwachstellen der seiner Aufstellung. Wie sehen die Schilde hier aus? Stabile Männer, Truppeninspektion einmal. Das hier sind keine Schilder. Aber die können wir vorschicken. Immer noch 7, ne? Okay. So, dann schicken wir unsere Infanterie mal los, diesen Hügel einzunehmen. Viel Kavallerie, muss man wirklich sagen. Ne? Gut. Dann geht ihr mal dahinter in Stellung. Und ihr könnt einfach angreifen. Ne? Sehr gut. Und dann können wir alle angreifen lassen. Und ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Genug Verwirrung in den Feind gebracht. Na gut, die rechte Flanke gefällt mir nicht. Geht er ganz schön durch. Ach, wir haben diese Axt jetzt mal hier drauf, Leute. Gucken wir uns die doch mal an. Die schien ja recht lang zu sein, ne? Dann schauen wir mal, ob wir die uns nutzen können. Ja, wir verlieren gut, Leute, ne? Man muss wie immer sagen. Boah, die schwingt sich nicht schlecht, diese Axt, nicht wahr? Sehr gut. Da haben wir es geschafft. Aber wo sind die letzten Gegner? Konnte hier irgendwo noch eine Kavallerieeinheit fliehen? Sehe, wenn ich Alt drücke, den Feind nicht mehr. Aber der gegnerische Kommandant ist gefangen. Archon Thynops. Unser Gefangener. Nehmen wir jetzt alle mit. Am besten wir geben die Milizia auf und die Spearmen und nehmen dann noch mit, was so geht. So, wir können auch wieder ableveln und das machen wir auch. So, Pikeman, Woodrunner, Botanic Clanholder, weiß ich jetzt nicht. Kenne ich mich jetzt nicht so wirklich mit aus, ne, was das für Einheiten sind. Aber wir nehmen natürlich Cavalry en masse. Okay, weiter geht's. Wir nehmen das Loot. Ja, ich glaube, wir haben uns die Burg hier unten schon mal angeguckt. Ein etwas in der Hoffnung, dass das ein lohnendes Ziel sein könnte. Nun ja. Feind ist. Wir sind nicht stark genug. Also wenn wir unsere Familien... Das finde ich ein bisschen schade, aber wir können halt auch keine Armee mit unseren Familienmitgliedern rufen. Das ist leider ein wenig schade. Gut, gerade kommt unserem Helden natürlich hier nochmal die Idee, nicht uns, sondern unserem Helden, wir sind hier im Roleplay, kommt ihm aber nochmal die Idee, dass es doch eventuell möglich wäre, vielleicht bei den Arseais mal zu fragen. Wie stehen die denn dazu? Oh, hier gibt es auch wieder ein Turnier. Da sollten wir auf jeden Fall... Das sollten wir nicht verpassen.
Gut. Tavern District, alle verkaufen. So, jetzt verlieren wir einen unserer Morgenstände, die wir in einem Turnier gewonnen haben, denn ich bin es müde, sie immer rauszusuchen. Und wir gewinnen ja am laufenden Band Turniere. Daher denke ich, können wir uns das auf jeden Fall mal erlauben. Okay, ja, das sind die Sachen, die wir verkaufen. 15.000 kriegen wir nochmal dafür, das ist doch super. Gut, jetzt können wir natürlich nochmal Truppen rekrutieren, wo hier natürlich keine sind. Können wir mit ihr reden? Guck mal, wir können... Leute, das ist doch viel besser, als was wir vorher hatten. Ne, wir können hier eine Allianz bilden oder dem König hier ein Angebot machen. Wir können mit Eduard reden, um hier eine Allianz zu bilden. Was? Jetzt muss ich gerade wieder mal mit meiner Unkenntnis, muss ich wieder einmal haushalten oder sie kundtun, das war das Wort. King Edward. Erduard. I like to discuss. I like to enter your service. I would like to enter your service. Hand of Alda. Wir können Alda an den König abgeben. Ich bin zu gespannt, was das bedeutet. Das machen wir. Very good. Können wir hier noch Geld verlangen? Wir können hier noch ein bisschen Geld verlangen. Und geben wir Alda an König Eduard. Wunderbar. Ups. Wann wir Alda gained a level. Jetzt haben wir natürlich Alda bei uns verloren. Aber ich finde es irgendwie schön. Wir haben ja unseren Bruder dafür gekriegt. Ich finde es irgendwie schön. Ich muss es wirklich so sagen. Ich finde es wirklich schön. Your service. My sword is yours. Right, I accept. Und wir gehen in seinen Dienste. Wir sind den Valadians gejoint. Und da ist es. Da ist, was wir so lange gesucht haben. Und jetzt muss ich mal gucken, unser Clan ist jetzt hierbei. Die Dirhims sind mit im Königreich. Und was für ein großartiger Clan wir doch sind, nicht wahr? So, der Mayork. Da ist jetzt Alda, ist jetzt Teil der königlichen Familie. Und was für ein großartiges Bündnis und wie schön es doch ist, dass das jetzt geklappt hat, liebe Leute. Das freut uns sehr. So, aber wir, das ist natürlich noch nicht genug, was hier jetzt gerade passiert. Wollen natürlich mehr. Wir reiten natürlich auch erstmal wieder bei unseren Truppen vorbei. Seid ihr denn noch im Krieg? Seid ihr denn noch im Krieg mit dem westlichen Empire ausgezeichnet? Das ist doch hervorragend. Mit dem westlichen Empire sind wir in den Krieg gezogen. Nogan, Varek. Okay, Varek ist eine Stufe aufgestiegen. Varek wird auch besser im Steward sein. Das muss er einfach werden. Gut, reiten gibt es ja auch noch. Athletik, Route 3. Kann er auch noch ein bisschen besser werden. Er hat eine Armee gegründet. Wir können hier weitere bladische Truppen wieder weiter anheuern. Und das machen wir auf jeden Fall auch mit Vergnügen. Gut, wir haben jetzt wieder die großen Truppen und wir können auch wieder eine Armee. Können wir jetzt auch wieder bilden? Nee, wir haben nicht genug Punkte. Charles wird belagert. Warum kommt er denn nicht? Würde er sich anschließen, hätten wir eine Chance.
Ja, der greift hier gerade an. Und müssen wir schauen. Merci. Jetzt können wir den hier noch. Ein paar Mulis können wir mal wieder kaufen. Thumper Horses. Rain and Cheese brauchen wir gerade alles nicht. Ah, Wahnsinn, liebe Leute. Hier, guckt euch das mal an hier. Wir könnten es angreifen. Wir. Okay, die Britannians haben uns den Krieg erklärt und können wir tatsächlich angreifen. Wir helfen natürlich Chadas und greifen an. Oh, ihr nehmt sie nicht übel. Nebenbei. Nee. Wir helfen einfach, wir sind nicht Teil dieser Armee. Wären wir Teil dieser Armee, dann würden wir einfach die ja, dann würden wir einfach ein Armeeteil zugehörig werden. So, wir stellen uns mal auf. Oh, da kommt eine große Kavallerieeinheit. War unseres größer. Los. Angriff! Für Vladien! Und jetzt sind wir die roten Leute. Ist das nicht mal schön? Sehr gut. Ah, wenn einen die eigenen Leute an der Ausführung seiner Pflicht behindern. Los an. Wir müssten hier was ausschalten. Wir haben eine große Kavallerieeinheit. Und dann nehmen wir seine Bogenschützen auseinander. Ich brauche eine viel längere Einhandwaffe, die ich hier nutzen kann, um. Ja, jetzt sind wir am Gewinn. Und wir sind in Führung. Okay, wir sammeln mal wieder unsere Truppen einmal gerade. Einfach um hier einen Überblick zu bekommen. Ja, der Truppen sammeln sich da oben einfach nur. Jetzt gar nicht gesehen, dass das hier ein Feind ist. Ups. Ja, aber da hier nur unsere Truppen gerade kämpfen, ist ja wirklich furchtbar. Sammeln wir sie einfach mal wieder. Meine Güte, jetzt verlieren wir aber gerade einiges an Truppen, weil unsere Verbündeten sich einfach nur dämlich aufstellen. Entschuldigung nochmal.
Hier, das sind unsere Krieger, die hier den Feind besiegen. Sehr, sehr traurig. Wir sind besiegt, Leute, und können uns die Schlacht nur noch von außen angucken. Wäre unser Verbündeter mitgekommen und hätte sich nicht hier in diesem Schildwall verschanzt, dann hätten wir wahrscheinlich leichter gesiegt. Diese Unfähigkeit der gegnerischen Generäle schockiert uns zutiefst. Ne? Wir verlieren wahnsinnig viele Leute. Jetzt bricht der Schildwall auf, Leute. Wie unkoordiniert das ist. Ja. Ach ja. Es gibt uns die Sicherheit, der beste General zu sein, den diese Welt zu bieten hat. Gut, gewonnen wurde der Kampf, aber wir gehen mit dem Wissen, dass er dank unserer Hilfe gewonnen wurde, ausschließlich dank unserer Hilfe. Nee, Looter brauchen wir nicht. Wir nehmen alle Prisoners mit. Wenn wir über ein Prisoner-Limit sind, wie das so schön heißt. Ich wollte mal wieder nach den Schilden gucken, aber überzeugt uns jetzt auch nicht wirklich. Zwölf Mann. Wir verkaufen wieder fleißig, was über ist. Und guck mal, steht uns das Rot denn nicht auch gut? Wir warten hier mal einen Tag in der Stadt. Zeichen steht immer noch darauf, dass wir belagert werden. Das hat uns auch ein bisschen Einfluss gekostet, gebracht, und ich hoffe, genug Einfluss, um eine Armee zu bauen. Und da brauchen wir 30 für, also ein wenig mehr. Wieder jemand eine Stufe aufgestiegen. Unsere Heilerin. Und natürlich soll sie auch noch besser in der Medizin werden. Und ach, guck mal hier. Kann sie natürlich da auch noch einen bekommen. So. Der Krieg tobt weiter und wir brauchen Einfluss. Hm.
Nun. Gained a level. Das ist doch super. Das verwalten wir diesmal auch nicht, ne? Diesmal nicht. Ja, liebe Leute, wir sind, oder besser, wir bräuchten mal ein wenig Rast. Und wir verlieren auch. Wir haben einen Mercenary Contract, aber ich finde diese Söldner nicht oder Soldschwerte. Wir gehen mal noch mal hier. Und wieder lehnen sie uns ab. Ist ja wirklich ein Affront. Unglaublich. Ja. Wir senden mal Truppen. Verlieren tatsächlich. 3-2. Ja, noch die ganzen Prisoners? Ne, die haben wir verkauft, ne? Guter Tausch. Ach so, wir scheinen tatsächlich auch Einfluss zu kriegen, wenn wir Gegner einnehmen. Was ist ja. Wir sind hier mit der letzte Clan. Gut, nichtsdestotrotz hat sich an unseren Zielen nicht geändert. Wir haben nur jetzt andere Mittel und Möglichkeiten, diese zu erreichen. Na gut, wir kriegen hier gerade keine Truppen raus. Ja. Ja, wie können wir unseren... Bios. Werden sich aber ganz schön, diese Bauern hier. So, Rekruten packen wir natürlich raus. Verwundeten. So, und da können wir unsere Armee auch gründen. Sehr gut. Das sollten wir auch direkt machen. Ach so, jetzt verstehe ich, wir sind die Merchants. Nun, das müssen wir ändern, oder? Also, wir wollen ja Lord werden. Sonst müssen wir uns irgendwie vertan haben.
Wir müssen auf jeden Fall Edward finden. War bei einem Ort gesehen. Aristobel. Wo ist er denn jetzt, dieser unser König? Sarkov? Schauen noch mal einmal gerade. In der Lieder. Alustan. Ja, wir müssen schauen, wo der König ist. Dann können wir ihm noch mal unsere Dienste anbieten. Das wundert mich, dass er uns als Söldner nimmt. Also Edward. Mann verwundet, du meine Güte. So. So, jetzt sind wir in seine Dienste getreten und sind ein Lord. Und jetzt könnten wir auch, wenn wir den Einfluss hätten, dann könnten wir jetzt auch wieder, ja, loslegen quasi. Ja, jetzt sind wir wenigstens nicht mehr im Minus, weil wir keine Söldnertruppe mehr sind. Sehr gut. So, liebe Leute, diese Schlacht kämpfen wir auf jeden Fall noch, um unseren Einfluss auch zum Gewinnen. Ja, wir starten einfach. Das dürfte ja alles kein Problem sein. So viel. Oben haben wir gar nicht. Ja. Geben wir unseren Kavalleristen mal den Angriffsbefehl. Schauen mal, was die so reißen können. Das sieht nicht sehr gut aus. Das sieht nicht nach einem koordinierten, großen, gewaltigen Kavallerieangriff aus. Überhaupt nicht.
So, lass den Sturm nicht enden, bis die Stadt genommen ist, ne? Oder? Welchen Film? Ich würde mal sagen, der Sieg ist unser, oder? Sieht auf jeden Fall sehr danach aus. Jetzt hätten wir ihn einfach überrollt. Aber selbst wir wissen, liebe Leute, dass man nie so tief ins Feindgebiet geht. Oh, das ist natürlich eine Kavallerie, die sich uns entgegenstellt, beziehungsweise vor der unsrigen flieht. Meine Güte. Das ist wirklich schwer hier mit Reitern, mit Pferden. Sehr gut. Das war's. Und ihr seid mein Gefangener, liebe Leute. Großartig. Ganzen Prisoners nehmen wir natürlich mit. Und das ganze Loot nehmen wir natürlich mit. Und haben damit 46 Einfluss und können endlich die lang ersehnte Armee kreieren. Badex Party können wir auf jeden Fall hier zu uns reinholen. Kostet uns gar nichts. Wir können auch Nogan suchen. Wer auch keine Armee hat, wissen unser lieber Nogan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nee, Nogan ist nicht dabei. Gut, wir holen erstmal Varik rein und Nogan müssen wir eben dann wahrscheinlich wieder holding. In Praven ist, hält er gerade. Das letzte, was wir, glaube ich, mitbekommen haben, war, dass er Raven. Warum können wir ihn nicht? Vielleicht habe ich mich nur wieder geirrt und können nur dann doch. Ach so, okay, er ist gerade von der gute Varik, unser kleiner Bruder, liebe Leute. Mit 45 Mann ist er bei uns. Schauen wir mal gerade. Ah, hier können wir wieder Leute aufstocken. Hervorragend. Gut. Müssen wir eigentlich kämpfen, ne? Liebe Leute, ich muss mich leider jetzt hier verabschieden. Das Spiel stürzt gerade ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Das ist ja wirklich ein sehr trauriges Abschlussbild. Nun denn, supportet mich gerne, damit sowas nie wieder passiert. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.